Hallo meine lieben Zuschauer und willkommen zu meiner kleinen Spielevorstellung. Ja, heute stelle ich euch Warhammer 40.000 Dawn of War 2 Retribution vor. Ein ziemlich langer Titel, wobei Warhammer 40.000 halt das Universum beschreibt. Dawn of War selber das Spiel ist, also Dawn of War 2, und Retribution halt das Add-on, beziehungsweise das Standalone-Add-on in dem Fall. Und ja, wir befinden uns hier mitten in der Space Marine-Kampagne auf dem Missionsauswahlbildschirm. Wir haben hier diese vier Welten: Aurelia, Meridian, Calderis und Typhon. Und auf jedem Planeten Missionen. Die mit dem lilanen Haken sind bereits erfüllt. Die grünen hier sind noch offen. Also das hier ist eine optionale Mission, die ich euch gleich zeigen werde. Wie man sieht, geht es gegen Orks. Und das hier ist halt die nächste Hauptmission gegen das Chaos. Hier links haben wir unsere vier Helden, die wir in den Kampf schicken können. Und hier unten unsere verfügbaren Einheiten, die wir während der Schlacht anfordern können. Also was ausgegraut ist, fehlt noch, beziehungsweise ist nicht freigeschalten oder ja, fehlt einfach. Also zum Beispiel die Sprungtruppen habe ich gar nicht freigeschalten, weil ich die eigentlich fast nie benutze. Dafür eben Terminatoren und den Predator. Und ja, bei der Freischaltung ist es so, erst schaltet man das oberste frei, dann das darunter und dann das darunter. Also erst braucht man zum Beispiel beim Predator verbesserte Rüstung, oder Predator, für die, die es nicht kennen, ist ein dicker Kampfpanzer, bevor man die Laserkanone eben freischalten kann. Genau dasselbe geht halt beim Cybot, dem Läufer oder bei den Terminatoren. Wenn man also an den schweren Flammenwerfer ran will, braucht man vorher noch die Raketenwerfer. Aber gut. Jetzt geht's auf zur Mission, zum Turm von Golgoath. Commander, diese Übertragung lässt vermuten, dass es sich um gestohlene imperiale Archäotechnik handelt. Wir haben da Energiepunkte gefunden, Boss. Sollt uns da Saft geben, um sie fertig zu machen. Und warum erzählst du mir davon? Hab gesagt, du sollst da finden und bewachen. Selbst wenn da Menschen nicht zurückkommen, dann kommt irgendwer anders dafür. Wir sollen auf der Energiepunkte Sitzdruck machen, dass da Typen zu uns kommen? Das macht doch keinen Spaß. Wir brauchen da Punkte nur lang genug, um Daisy zu bauen. Und dann fängt der Spaß an. Ja, genau. Die Orks wollen was Böses bauen und das sollten wir verhindern. Deswegen ist unser Hauptziel, die Energiepunkte zu erobern und zu verteidigen. Und das sekundäre Ziel ist es, den Wirt Boy, also den Psioniker der Orks, zu töten. Und als Belohnung dürfen wir uns entweder eine Ausrüstung, also einen Energiefaust aussuchen, oder Verbesserungen für unsere Terminatoren oder Devastoren-Trupps. Also, aber gut, jetzt geht's erstmal in die Mission. Vorher die Heldenauswahl, also unser Hauptheld, Diomedes, den müssen wir immer mitnehmen. Die anderen drei Helden können wir uns entscheiden, ob wir den Helden mitnehmen oder seine Ehrengarde. Das hat den Effekt, dass erst einmal, wenn wir statt dem Helden die Ehrengarde nehmen, dass Be die Bevölkerung um 10 höher ist, aber auch, dass die Ehrengarde bestimmte Boni durch den Helden bekommt. Martellus hier zum Beispiel ist ein Tech Marine, der kann Fahrzeuge reparieren und das ziemlich gut, deswegen nehme ich den gerne mal mit. Der Alte ist ein Veteranen-Sergeant, er ist eigentlich auch ziemlich gut, deswegen nehme ich ihn statt den taktischen Space Marines. Aber Cyrus, den Scout-Sergeant, den nehme ich nicht so gerne, weil die Terminatoren einfach besser sind. Und sie sowieso durch die Freischaltungen von Cyrus mehr Schaden machen. Wo steht es denn? Ach, da genau. Gesundheit, Schaden und Geschwindigkeit der Ehrengarde werden verbessert. Also ja, nehmen wir diese Aufstellung hier und entsenden die Trupps. Hier den Ladebildschirm. Ja, hier kommt ein kleiner Tipp. Wir sollten die eigenen Waffen kennen. Die kennen wir auch. Wir haben ziemlich fette Sturmbolter und Bolter und Raketenwerfer und alles. Damit dürften wir gegen Orks sehr gut klarkommen. Denn Orks sind eigentlich hauptsächlich leicht gepanzerte Gegner, die wir einfach um den Haufen schießen können. So, und es geht los.
Da haben wir einen Ork-Teleporter, der ja so schnell wie möglich zerstört werden sollte. Da ist noch einer. Oh, oh, was ist das? Boss, der Kampf kommt endlich zu uns! Was? Haltet sie von der Energiepunkte weg! Daisy ist noch nicht fertig! Tod all seinen Feinden! Ja, und das erste, was wir machen, ist Anforderungspunkte und Energiepunkte aufsammeln, hier in den Kisten. Diese brauchen wir, um neue Truppen anzufordern, sobald wir ein Anforderungsrelais besitzen. Ich habe viele von ihnen. Aber erstmal geht's durch die Orks durch. Den Terminatoren geben wir gleich Energiekrallen, weil dann sie das besser im Kampf macht. Und unsere Helden haben halt spezielle Fähigkeiten, die uns sehr gut zugutekommen. Also erstmal die Orks da weg loswerden und die Orks im Gebäude. Ja, in Dawn of War 2, im Gegensatz zu Dawn of War 1, kann man sich auch in Gebäuden verschanzen. Wodurch man verdammt viel weniger Schaden nimmt. Mein Captain hier hat ein Sprungmodul, mit dem er sich einfach mal schnell vorwärts bewegen kann. Und mit Terminatoren könnten wir uns theoretisch teleportieren, was ein bisschen langsamer ist, aber trotzdem sehr effektiv geht. Hier hinten haben wir einen Anforderungspunkt. Wenn wir den einnehmen, kriegen wir einen schönen Schub an Anforderungspunkten einmalig, den wir auch brauchen werden, um noch mehr Truppen anzufordern. Das hier ist ein Versorgungspunkt, der erhöht unsere Bevölkerung. Ja, das war ziemlich viel auf einmal jetzt, aber brauchen wir alles. So, jetzt haben wir schon mal unsere ersten Terminatoren. Und da ist ein Plünderer, also eine Sperrfeuereinheit, die uns hier gleich unter Sperrfeuer legt. Sperrfeuer ist schlecht normalerweise für die meisten Einheiten, weil man sich dann einfach langsamer bewegt, mehr Schaden nimmt und schlechter zurückschießen kann. Aber da wir dicke Terminatoren eben in den Kampf führen, die können nicht unterdrückt werden. Das ist ein Raketenwerfer, also Panzerknackers in dem Gebäude. Die holen wir da auch mal raus. Und machen uns mal weiter hier auf dem Weg. Hier müsste der Weird Boy sein, den knüpfen wir uns dann gleich mal vor. Werden wir uns hier durch die Gegend ballern und mal unsere Terminatoren hier zu dem Punkt teleportieren. Und ja, wie man sehen kann, beide Nahkampf-Terminatoren zerlegen im Nahkampf eigentlich so gut wie alles. Und auch dieses Ork-Geschütz hier steht kaum ein Problem da. Wir haben jetzt zwar einen Terminator verloren, aber den können wir uns dann am nächsten Kommandopunkt wiederholen. Jetzt geht's erstmal hier über die Brücke. Ich treffe bald ein. Feindliche Kämpfer auf dem Feld. Und genau da ist der Weird Boy. Und da sind Mosha Boys, die einfach mal so durchgebrochen sind. Nein, das ist nicht gut. Das sind etwas stärkere Mosha Boys. Die töten jetzt beide Fernkämpfer. Gut, dann fordern wir einfach mal neue an. Können wir ja, dafür ist der Punkt ja da. Und versuchen jetzt den blöden Weird Boy loszuwerden. Der ist nämlich schon ziemlich nervig. Können wir nicht was Tolles? Er könnte, glaube ich, da hochspringen mal. Nein, kann er auch nicht. Doch, kann er. Toller Sprung. In dem komischen Wirtfallstrudel sollten wir uns nicht begeben. So, lieber. Das war ein hübscher, dicker Fußabdruck. So, holen wir uns mal wieder neue Energie und dann heilen wir die Truppen und machen den Wirtbeut kaputt. Der spackt jetzt da ein bisschen rum und platzt dann.
Und wir kriegen eine Belohnung dafür, dass wir das Ziel erfüllt haben. Ja, nun geht's weiter hier rüber. Hier sind doch mehr Orks. Da fallen uns welche in den Rücken, das ist weniger gut. Machen wir mal einen Kriegsschrei, das dürfte in dem Fall uns ein bisschen helfen. Und ja, selbst die Fernkampf-Terminatoren sind eigentlich ziemlich stark im Nahkampf. Weil sie ja auch mit Energiefäusten ausgerüstet sind, aber im Fernkampf sind sie halt einfach stärker. So, einfach mal alles wieder heilen. Dafür haben wir ja die Heilfähigkeit des Captains. Während hier die Terminatoren die Raketenwerfer aus dem Gebäude ballern. So, und jetzt haben wir genug für einen zweiten Trupp Terminatoren. Also Bevölkerungslimit. Hier haben wir noch etwas Energie drin. Und denen auch gleich eine Autokanone geben. Und dann gucken, dass wir dieses Ork-Geschütz so schnell wie möglich loswerden. Da gibt's noch einen Anforderungspunkt. Einen Anforderungspunkt. So, damit haben wir jetzt... Wir haben einen ziemlich schönen War hier vor uns, sehe ich gerade. Und zwar wie schöner War. Da sollten wir definitiv was gegen machen, vor allem weil da ein Teleporter ist. Werfen wir beide Granate in das Getümmel rein. Und da springen wir am besten auch weiter rein. Heilfähigkeit anwerfen. Und ja. Die benutze ich ziemlich oft, weil das ist bei den Terminatoren wegsterben, vor allem mit diesem ganzen Tor hier. Energie auffüllen. Theoretisch haben wir jetzt genug, um eine genug Spezialpunkte und eine Spezialfähigkeit auszuführen. Und zwar hier den Tor wenig das Wirbelsperrfeuer. Damit dürften wir mal ordentlich was wegpusten, genau. Jetzt benutzt dieser Pickup hier an den Kragen. Den sollten wir am besten im Nahkampf begegnen. Deswegen habe ich hier unten den Nahkampfangriff für die Terminatoren aktiviert. Die da müssen weg. Beziehungsweise das Geschützturm. Das wird hier uns mal dahin. Und nehmen jetzt das Energierelais hier ein. Das ist das Anforderungsrelais. Gucken, dass wir diese Teleporter-Plattform loswerden. So, hier können wir die Ehrengarde nachfüllen. Hier kloppt sich gerade mein Techniker im Nahkampf mit Granaten, mit Stickbombers. Das ist auch weniger gut. So, Nebelgranaten-Pack brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber wir nehmen alles, was wir kriegen können. So. Nehmen wir den Punkt ein. Und da wir hier was verteidigen müssen... Was glaubt ihr, wer ihr seid? Ihr klaut, was wir rechtmäßig geklaut haben! Jungs, rein und zurück erobern! Bilden wir mal einen Devastorentrupp aus, den wir hier den Bunker schicken. Weil jetzt müssen wir den Punkt verteidigen. Da müssen wir hier rum zu dem Punkt. Und unterwegs holen wir uns hier die Festung. Genau. Kommt jede Menge Urschamboys jetzt angerannt. Die werden von unseren Devastoren komplett unterdrückt. Ich glaube sogar... Sehr gut, das bezieht mir schon mal die erste
Augenwelle los. Da kommt schon die zweite angerannt. Und wir haben... Ach, da kommen schon wieder welche. Jetzt kommen sie sogar schon mit Plünderern. Und dazwischen sind... Nein, das sind alles nur Moscherboys. Ich kann ja mal mehr näher ranzoomen, dass man sehen kann... Oh, ich zoome lieber wieder weg. Das ist garantiert nicht FSK 16 konform, so da ranzuzoomen. Heilen wir mal wieder die Truppen. Und da kommen sogar Ork-Bosse. Ja, die sind etwas stärker, aber die haben trotzdem keine Chance gegen unsere Terminatoren. Die machen sich sogar auch mit davon. Der Killerbot hier, oder Darkbot, wie er in dem Fall heißt, ist dafür schon der etwas heftigere Nummer. Wir nutzen die Energie von der anderen, um fertig zu werden. So. Ich gehe jetzt. Und damit haben wir jetzt schon mal den ersten Energiepunkt verteidigt und machen uns jetzt mal auf, die Festung zu erobern. Ich werde angegriffen. Na, genug Punkte für ein schleichendes Sperrfeuer haben wir natürlich. Dann äschern wir mal alles ein, was hier so liegt. So. Pickup weg. Denn die stören nur die Fahrzeuge. Lieber die Orks weg. Und da ist noch Energie. Habe ich hier was übersehen? Nö. Da kommen die Stormboys runter. Hier geht mal da oben hin und schlagt das Ding kaputt, damit uns das nicht im Weg ist. Und ja, theoretisch könnte man Anforderungspunkte und Energie doch benutzen, um die Helden zu verbessern. Das lasse ich aber jetzt mal, weil ich die Punkte eigentlich eher brauche, um gleich wieder neue Truppen anzufordern, sobald ich die Festung eingenommen habe. In der Festung kann man nämlich dann auch Fahrzeuge anfordern. Und die geben, und die Festung gibt auch einen kleinen Bevölkerungsschub. So, die Festung gehört uns. Und wir können nun leider keinen Predator anfordern. Schade. Da hätte ich vielleicht die Devastoren-Truppe nicht rufen sollen. Aber ist egal, da ist noch ein ein Unterstützungspunkt. Wenn wir den einnehmen, hier mal alles freimachen und einsammeln. Einfach links draufklicken, gehören uns die ganzen Anforderungspunkte. Es wird nur eine Ruine übrig bleiben. Das steht so, von der Seite können wir das Geschütz flankieren. Hier steht sogar noch ein Tooltip, Freude erobern, um die Bevölkerungsgrenze zu erhöhen. Naja, wenn die Devastoren erledigen, kann ich jetzt den Predator anfordern. Jupp, der Predator ist bereit. Dann können wir den ja benutzen, um das Gebiet weiter zu säubern. Von Orks. Da würde ich jetzt am liebsten mal den Tod schicken. Und das mache ich jetzt auch eiskalt mal. Versuch mal den Punkt da einzunehmen. Auch wenn ich mal nicht dran glaube, dass es klappt. Und da ist ein erbeuteter Panzer. Das war mein Panzer. Kein Problem, wir können gleich einen Ersatz rufen.
weil wir auf dem Schwierigkeitsgrad einfach die Punkte wieder zurückkriegen. So. Euer Terminator ist hoch. Und ein neuer Teleporter, das ist nicht so gut. Der muss zuerst weg, bevor wir den Energiepunkte-Dice einnehmen. Unser Predator ist wieder kampfbereit. Dann können wir mit ihm den Bunker da zerlegen. Und unsere Devastoren sind wirklich gestorben. Schade drum. Ja, und alles feuert auf die Gegner da. Im Bunker. So. Der Punkt hier ist eingenommen, dann nehmen wir jetzt noch den Punkt hier ein. Und dann geht die Verteidigung wieder los. Deswegen tun wir mal unsere schwächeren Truppen in Deckung schicken. Unsere Terminatoren brauchen wir ja nicht in Deckung schicken, weil Deckung denen nichts bringt. Was? Da haben wir noch einen Energiepunkt. Oh Mann, sind da gierig. Ich schicke jetzt der große Dacker zum Zurückerobern. Ja, und für die, die es nicht wissen, Dacker heißt einfach laute, fette Wummen. So, das ist der letzte Punkt und ich glaube, hier gibt es dann auch noch einen Energiepunkt zum Einnehmen. Okay, und die Gegner kommen von allen Richtungen. Da kommen Nahkämpfer, die sollten wir mit unseren Nahkampfterminatoren mal abfangen, bevor die Generatoren zerstören. Und weg mit ihnen. Sehr gut. Ah, die Brücke können wir mal unter Sperrfeuer legen. Komm, Sperrfeuer. Sehr schön. Das steuert sie nämlich jetzt genau zurück ins Sperrfeuer. Wir könnten auch theoretisch hier mal eine Tarantel absetzen, also einen Geschützturm. So, da oben noch die weg. Und noch den Punkt 1,5 Minuten halten. Na, von da kommen schon wieder Orks. So. Oh, da kommt wieder ein erbeuteter Panzer, den sollten wir als erstes ausschalten. Und dieses Mal haben wir sogar die Gelegenheit, mit unserem Hackmarine unseren Panzer zu reparieren. Oh, ein Guardbot. Wo ist unser Sergeant? Der sollte mal eine Weltabombe werfen, um den Panzer schneller auszuschalten. Und dann muss noch der Guardbot hier weg. Ja, und jetzt haben wir unseren Tech Marine verloren, aber den können wir sofort wieder beleben. Wir haben deinen Energiepunkt noch nicht zurück! Jungs! Zurück zu Daisy! Aber schnell! Verjagt sie von der letzte Energiepunkt weg! Ich bin unterwegs. So. Jetzt gilt es, den letzten Energiepunkt zu erobern. Da ist nochmal ein Haufen vor. Also für die, die den Wort nicht kennen, der Wort ist einfach eine große Armee von Orks. Doch, das Fahrzeug sollten wir eigentlich wirklich am besten im Nahkampf draufhauen. So, da oben ist noch ein Guardbot. Und noch ein Guardbot. Jetzt erobern wir erstmal hier das Relais. Mein Panzer fährt einfach so vor in den Nahkampf. Das sollte er eigentlich nicht tun. Reparieren wir ihn am besten gleich nochmal. Und ja. Können wir schon mal den Energiepunkt besetzen, während meine Terminatoren die letzten Orks hier wegballern.
verstampfen! Zeit für Daisy! Und ja, das ist Daisy. Das Ding sieht ziemlich abgefahren aus. Ist ja auch eine Ork-Konstruktion. Und ja, jetzt haben wir wirklich Kommandopunkte über, die wir für den Kampf gegen dieses Ding benutzen können. Und zwar hätten wir das auf beide Art und Weise dagegen, indem wir einfach draufballern und dafür sorgen, dass es gegen die Treibstofffässer fährt. So wie jetzt gleich. Und wir haben ein Fahrzeug verloren. Na gut, das wird jetzt durch die Terminatoren ersetzt. Ja. Die Terminatoren wurden als Ziel angewählt. Fährst du mal? Ich glaube, der hat nicht genug Anlauf für der Todesroller. Doch, jetzt hat er. Der Nagel ist im roten Bereich. Das ist nicht gut. Ist doch gut, da geht. Rot ist schneller. Ja, tolle Ork-Logik. Und ja, kümmern wir uns um die Orks. Jetzt müssen wir nämlich erst wieder warten, bis er auf uns anstürmt. Solange machen wir dem halt leider keinen wirklichen Schaden. Ah gut, wir sollten trotzdem auf ihn draufhalten. Mal kurz gucken, ob alle Terminatoren Autokanonen haben. Ja, genau, Rolle in die Richtung, da müsstest du die Fässer treffen. Was? Ich glaube, wir haben was getroffen, das wir nicht treffen sollten. Blödes Geschwätz. Es gibt nichts, was Daisy nicht treffen sollte. Da wäre ich anderer Meinung. Euch ziehe ich mal ab, ihr nützt mir eh nichts in dem Kampf bis jetzt. Lassen wir die restlichen Truppen lieber hier. Hier gehen wir aus dem Weg. Das müsste jetzt das letzte Fass sein. Ja, das war auch das letzte Fass. Jetzt müssten wir den Rest. Zermalmte unter der Todesroller! Schnappen wir uns neue Nahkampfterminatoren. Den Rest müssten wir jetzt, glaube ich, runterballern. Oder einfach im Nahkampf runterschlagen. Genau. Jetzt tut das explodieren! Einer unserer Tarantel-Wächterkanonen wird angegriffen. Da flüchten Orks mitten durch unsere Schusslinie. Das ist nur ein Vorspiel zur nächsten Schlacht. Und ja, das war die gesamte Mission und das war auch meine Spielevorstellung. Jetzt haben wir eine Belohnung für die Mission bekommen. Unsere Anführer kriegen ihre Erfahrungspunkte und wir können zur nächsten Mission weiter. Aber das soll es mal gewesen sein mit meiner Spielevorstellung. Danke dafür. Bis zu meinen anderen Projekten.